Grüß euch. Also so im Bootshaus sitzend, das Höllengebirge zu seiner Linken, 30 verschiedene Grün, die Energie des Wassers. Unglücklicherweise, oder wie auch immer, es wird schon so kehren, diese Ringstraße um den See, also das haben uns schon so gemacht, dass da ständig irgendwelche lärmende Stinkkisten dieses Idyll da durchschneiden. Aber das wird sicherlich jetzt damit die Elektroautos sehr lautlos und ruhig werden. Und wenn wir das erstmal genossen oder genießen können, dass es lautlos ist, dann werden wir das auch wieder mehr schätzen. Weil, also ich habe schon festgestellt, es war noch nie so laut auf dem Planeten. Gestern auch so, dieses Heumachen, Mähwerk, Heumaschine, Heuwender, Heugebläse, Pinkerlmacher oder wie das so heißt in Österreich. Riesentraktoren fahren auf die Felder, machen einen Lärm. Es ist Landwirtschaft. Ich war gestern Abend im Wald an die Hügelgräber. Da stehen überall Harvester im Wald. Ein Harvester klingt so nach ein Ernter. Ja, der harvestet da wegen. Der zerstört 500 Jahre Wald, Naturwachstum innerhalb von 2 Stunden. Der fährt da rein, wusch, zack. Back so am Baum, zzz, ab, rums, rindelt ab. Also es ist schon, ja, dämonisch faszinierend, wie zerstörerisch wir geworden sind und wie laut. Aber das Schöne ist jetzt, dass uns das einfach auch auffällt. Und wenn uns das einfällt, auffällt, wenn es in uns hochkommt, manche kotzt es auch an, kotzt es lieber raus und kotzt es nicht an. Wenn es hochkommt, dann ist es immer ein gutes Zeichen, weil dann wird es bewusst oder es ist bewusst geworden. Und die damit verbundene Emotion kommt dann hoch, kommt raus und dann passt es. In diesem Sinne wünsche ich uns eine erkenntnisreiche, wunderbare, herrliche Zeit des Friedens und des Zusammenbringens von zwei Hälften, des Einswerden in der Mitte und dir Gesundheit, Liebe und Segen. Wir segnen uns.